Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um eine Übung, die für das Schultergelenk und für die Brustwirbelsäule eine sehr wertvolle Übung ist. Immer wenn Menschen Probleme haben in ihren Schultergelenken, hängt das oft auch mit einer Steifigkeit in der Brustwirbelsäule zusammen. Deswegen ist die Kombination dieser Schulter-BWS-Brustwirbelsäulenübung so effektiv bei Schulterbeschwerden. Diese möchte ich dir jetzt zeigen. So, die Ausgangsstellung ist der Vierfüßlerstand für diese Übung. Ihr versucht während der Übung hier und hier und hier etwa einen rechten Winkel zu haben. Ihr nehmt jetzt die Arme nach vorne, die Hände in einen Abstand, so dass die Daumen, wenn sie gespreizt sind, aneinander kommen. Wichtig ist jetzt, dass die Ellenbogen durchgängig gestreckt sind während der Übung. Und jetzt lasst ihr euch durchhängen. Das Brustbein hängt durch und möchte in diese Richtung fast ziehen, Richtung Knie. Mit dem Ausatmen hängt ihr immer mehr durch. Und versucht diese Übung 1 bis 2 Minuten in aller Ruhe zu machen. Das Brustbein möchte in Richtung Knie. Dann wieder langsam raus aus der Übung. So, nochmal, wichtig bei dieser Übung ist, dass die Arme während der ganzen Übung gestreckt sind, auch im Ellenbogen gestreckt sind und dass der Abstand nicht größer ist als so. Ja, ihr sollt da nicht hier sein mit den Armen, sondern etwa auf diesem Abstand. Die Prinzipien sind allgemein bekannt, immer wieder eingeblendet bei unseren Übungen. Fangt langsam an und steigert dann. Diese Übung ist auch sehr gut in Kombination mit der Übung Hängen, die ihr auch bei unseren Videos findet und natürlich in Verbindung mit den anderen Übungen für das Schultergelenk. Ich wünsche euch viel Erfolg, etwas weniger Schmerzen auf Dauer und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken. Und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.